Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, heute mal eine Folge hier aus dem Auto. Ich habe ja schon länger kein Video gemacht. Da habe ich mir gesagt, wenn ich schon die ganze Zeit unterwegs bin und viel um die Ohren habe, dann kann ich auch mal hier aus dem Auto ein Video aufnehmen. Und zwar heute möchte ich darüber reden, wie man denn in diesen Zeiten den Untergang genießen kann. Enjoy the decline. Da habe ich ja, ich glaube Mitte 2019 war das, da habe ich 2019 schon mal ein Video zu gemacht. Erstmal, warum spreche ich jetzt nochmal drüber? Letztendlich, ich höre oft halt immer so aus meinem Umfeld von Freunden, Bekannten, dass sie sagen, ja, mach doch mal Videos, wo du den Leuten das und das könnte tun. Letztendlich, ich meine, Große Freiheit TV, letztendlich geht es halt immer um das Individuum. Für mich ist es halt einfach, ich möchte, dass jeder für sich Verantwortung übernimmt, dass jeder seine Bildung, seine Finanzen, seine emotionale Intelligenz, seine Gesundheit, dass er sich um alles eigenverantwortlich kümmert. Und insofern möchte ich gar nicht irgendwie sagen, macht das so und so. Das ist natürlich klar, auch aus dem Marketing kennt man das, immer so ein Call to Action. Jetzt macht das und macht das und macht das. Nein, das möchte ich gerade nicht, aber ich möchte es hier einfach mal so machen, dass ich so ein bisschen berichte, wie ich das mache. Und zwar Enjoy the Decline war ein Buch, was mir damals Anfang 2015 in die Hände gefallen ist. Wie gesagt, wenn ihr dazu die lange Ausführung sehen wollt, dann schaut euch mein Video an, habe ich hier unten auch verlinkt. War auch damals, ich glaube, auch irgendwie 30.000, 40.000 Aufrufe, ist auch relativ gut angekommen. Und da ist natürlich, das Buch ist natürlich heute aktueller wie je zuvor. Wir leben in einer komplett verrückten Zeit, jetzt auch gerade hier kurz am Rastplatz angehalten. Da auch eine Frau, der ganze Rastplatz ist leer und eine Frau steigt aus dem Auto raus, FFP2-Maske. Ich höre das auch, ich meine, ich lebe ja so voll in meiner Blase, wo ich mit Leuten eigentlich wenig zu tun habe, die jetzt irgendwie geimpft sind oder total Corona-gläubig sind. Aber ich höre von bei mir aus dem Umfeld, dass die Leute bei sich im Umfeld haben, die sich frisch impfen lassen haben, die wochenlang zu Hause liegen, weil sie irgendwie Impfnebenwirkungen haben oder die denen die ganze Zeit erzählen, wie schlimm das ist jetzt und was in Indien passiert und so. Insofern das allererste ist halt, einfach sich um seine emotionale Gesundheit zu kümmern, auch mit solchen Menschen immer empathisch zu sein, wenn man denn mit ihnen zu tun hat. Und natürlich das allerwichtigste, Netzwerke bilden. Das ist halt, also wie gesagt, bei mir, ich meine, ich mache meinen Kanal schon seit 4,5 Jahren. Ich habe schon seit sehr, sehr langer Zeit so freiheitliche Ideen und dementsprechend haben sich auch bei mir die reingelichtet. Dementsprechend habe ich auch nur Freigeister um mich drumherum. Und da sage ich auch, also ich kenne auch viele Leute, die auf dem Land wohnen, die sagen, ja, hier gibt es doch keinen. Ich meine, es gibt überall irgendwie Gruppen, Facebook, Telegram-Gruppen, wo man mit Corona-kritischen Leuten zusammenkommen kann. Leute, die halt einfach allgemein ein bisschen neugierig sind, ein bisschen mehr vom Leben erwarten als den klassischen 9-to-5-Job. Auf jeden Fall, enjoy the decline. Man kann natürlich jetzt auch in diesen Zeiten, man kann natürlich voll im System arbeiten, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, da bis zu 85% Steuern und Zwangsabgaben haben, wo man halt einfach, man arbeitet, man kann sich, natürlich schafft man es auch, was zur Seite zu legen, aber man kommt irgendwie auf keinen grünen Zweig. Und natürlich, man füttert dadurch, dass man hart am Arbeiten ist, füttert man dieses perverse System, was einen immer mehr die Freiheiten beschränkt, füttert man halt immer mehr. Und insofern ist eigentlich so die Regel aus Enjoy the Decline, ist halt einfach diesem System die Energie entziehen. Wie ich das mache, erzähle ich nachher auch nochmal. Aber indem man halt einfach möglichst versucht, aus diesem System auszusteigen, dass man oder wenn es nicht geht, dass man halt probiert, ein minimalistisches Leben zu führen. Ich meine, es gibt viele Leute, die arbeiten viel, um sich 5-mal im Jahr tolle Urlaube zu leisten, um ein tolles Auto sich zu leisten, eine große Wohnung sich zu leisten. Und die Frage ist halt, braucht man das alles? Ist es das wirklich wert?
Insofern, man kann halt einfach, ja, das ist halt, viele sagen auch, ja, ich verdiene nicht genug. Ja, wenn du nicht genug verdienst, hast du die Stellschraube, dass du einfach immer zusiehst, dass du entweder mehr verdienst oder dass du deine Lebenshaltungskosten runterschraubst. Und da, ja, gibt es halt viele Möglichkeiten. Auch verdienen kann man Unternehmertum, man kann halt, ja, ich habe viele Freunde, die online passiv Geld verdienen, die da schlaue Ideen hatten, denen es da relativ gut geht. Natürlich auch, ja, das ist natürlich auch so die andere Alternative, dass man einfach auswandert, dass man viel rumreist, dass man die Länder wählt, die einen steuerlich am besten behandeln. Das ist jetzt für mich keine Alternative mehr. Ich habe ja auch ein Auswandervideo gemacht, ich habe alles verkauft, aber dann kamen hier diese Corona-Maßnahmen und letztendlich kann ich dankbar dafür sein, weil ich meine, ich bin in Norddeutschland ja eng verwurzelt. Ich habe Familie, Freunde, kenne sehr viele Leute, habe ein sehr gutes Netzwerk und ich meine jetzt auch gerade, ja, letztendlich, ich sage halt immer, du kannst dich nicht vor der NWO verstecken. Die NWO kommt überall hin. Auch wenn du, keine Ahnung, jetzt nach, gibt viele Leute, die sind nach Panama gegangen oder ich habe jetzt Freunde, die sind nach Dubai geflüchtet, wo ich sage, auch in Dubai, ja, da haben zwar die Bars und Restaurants offen, aber ich muss draußen eine Maske tragen. Da habe ich doch lieber, da treffe ich doch lieber Freunde zu Hause oder suche Bars und Restaurants, die heimlich für mich aufmachen. Also wenn man da Kontakte hat, dann geht das auch alles. Ja, die andere Sache ist halt auch, was kann man machen? Man kann ja halt auch in Deutschland, kenne ich zum Beispiel auch Leute, die handeln im kleinen Umfang über eBay oder über eBay Kleinanzeigen. Oder man kann natürlich halt auch, ja, ich sag immer, ein Kumpel von mir, oder was ein Kumpel, ein Bekannter von mir, ich habe den, muss ich eigentlich auch mal wieder anrufen, der hilft anderen Menschen bei der Freizeitgestaltung, muss natürlich jeder für sich wissen, ob das für ihn vereinbar ist. Aber ich meine, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo man diesem System Energie entziehen kann. Was man auch machen kann, ich habe einen Freund, bei ihm ist es so, er ist Handwerker. Und bei ihm ist es so, sobald er Leute hat, die halt ein Angebot haben wollen, er fährt hin und wenn die ihm schon mit Maske draußen entgegenkommen, dann sagt er, okay, Entschuldigung, mit maskierten Menschen möchte ich nichts zu tun haben. Insofern, er lebt da ganz gut von, er macht das, wo er Bock drauf hat und hat überhaupt nichts mit diesen Maskenzombies zu tun. Da gibt es also genug Möglichkeiten, wenn man einfach nur offen ist und ein bisschen schaut. Ja, jetzt auch nochmal, wie ich denn die große Freiheit lebe. Also ich habe 2015, habe ich mich dagegen entschlossen, als Lehrer zu arbeiten. Da wäre ich heute, hätte ich spätestens alles hingeschmissen. Man kann natürlich, ich kenne auch Leute, die halt in der Schule arbeiten, da auch ihre Freiheiten noch sich erkämpft haben oder indem die so ein bisschen drumherum schiffen. Aber das, ja, das wäre nichts für mich. Man kann natürlich halt auch irgendwie, ja, das System für seine, für sich nutzen, dass man Hartz IV beantragt, dass man irgendwelche Forschungsgelder abgreift. Für mich ist es halt einfach, ich versuche halt möglichst aufrecht zu meinen Werten, zu meinen Überzeugungen zu stehen, dass ich halt sage, okay, ich möchte keine geraubten Gelder haben. Natürlich, Ayn Rand sagt auch was anderes, kann man natürlich alles machen, aber für mich ist es einfach, ich möchte nirgendwo Bittsteller sein, ich möchte mit diesen Bürokraten überhaupt nichts zu tun haben. Die sollen mich einfach nur in Ruhe lassen, dann lasse ich die auch in Ruhe. Ja, ansonsten, mein Weg ist halt, ja, ich habe damals mich sehr viel mit Ökonomie, mit Investments beschäftigt, habe mich ja auch natürlich seit langer Zeit halt immer mit Spiritualität, mit Philosophie, mit allen möglichen, so hier geht es jetzt auch gerade nicht ab. Ja, ich genieße es halt, viel Freizeit zu haben und da halt auch Zeit dafür zu nehmen, für das, was mir wichtig ist. Ja, wie habe ich es geschafft? Ich habe halt damals halt einfach die Zeit genutzt, habe geschaut, wo sind Möglichkeiten, habe ganz gutes Geld mit Immobilien und mit Kryptowährung gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch in dem anderen Video auch noch mal ein bisschen weiter ausgeführt. So gut, dass ich jetzt sogar 1 Million Euro verschenke an Leute, die auch aufrichtig sind in diesen Zeiten, noch ihre Freiheiten versuchen zu erhalten, die aufrichtig zu ihren Werten stehen. Dazu kommt demnächst auch noch mal ein Update.
Das nochmal kurz als Einschub. Ich habe ganz gutes Geld gemacht und das alles so gut wie steuerfrei. Natürlich zahle ich Mehrwertsteuer, wenn ich irgendwie was kaufe. Oder auch das Auto hier war auch relativ teuer. Da will ich, ja, habe ich auch mal reingeschaut, wie viel Mehrwertsteuer das waren. Aber es gibt halt Möglichkeiten, um seinen Tax Footprint zu minimieren. Darum geht es halt bei Enjoy the Decline. Dem Staat möglichst viel Energie zu entziehen. Ja, aber natürlich, mein Weg ist nicht euer Weg. Schaut einfach, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt genug Möglichkeiten. Man muss halt einfach nur sehen, dass man offen ist, andere Wege zu gehen. Dann wird sich alles schon fügen. Insofern, das war's von mir. Ich bin jetzt auch gleich da. Das war's von mir hier mit dem kurzen Video aus dem Auto. Ihr könnt mir jetzt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denn den Untergang genießt, was ihr denn so macht. Ich bin gespannt, was ihr da so schreibt. Also, bis dann. Ciao, ciao.